Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mit hier gemeinsam angekommen, um mit euch ein bisschen über, Niki Tutorials und ihre neue Marke Nimya zu reden. Ich habe nämlich die Sachen letzte Woche bekommen und auch schon ein bisschen getragen und ich habe tatsächlich eine Meinung, die vielen vermutlich nicht gefallen wird. Und ich dachte, ich teile sie mit euch. Bevor es losgeht, entschuldigt bitte mein Aussehen. Wir haben das gesamte Wochenende eure Pakete versandt. Wir haben es tatsächlich geschafft. Alle Pakete sind abgeholt worden und ich freue mich ganz, ganz doll und wollte mich auch an dieser Stelle nochmal für euren Support bedanken. Es ist alles ausverkauft. Ich habe noch 30 Stück hier und die muss ich aufheben, falls ein Paket irgendwie kaputt geht und die Kunden, die was gekauft haben, das dann immer noch haben wollen, damit ich denen was nachschicken kann. Sollte innerhalb von 2 Wochen da nichts passieren, kann ich 30 nochmal reinstellen, aber wir arbeiten an einem Restock und ich arbeite auch daran, dass ihr es irgendwie vorbestellen könnt oder euch auf eine Liste setzen könnt. Aber an dieser Stelle ein dickes, dickes Danke. Ihr wisst, es geht heute um Nimya. Ich habe die Sachen schon so ein bisschen ausgetestet und es ist eine Meinung, die ist so ein bisschen, ich weiß es nicht. Aber eine Sache hatte ich euch bei Instagram noch versprochen. Und zwar wollte ich euch den Asam Beauty Adventskalender nochmal vorstellen. Hier sind logischerweise 24 Türchen mit drin. Und das ist der Pflege-Adventskalender. Aber so richtig nur Pflege ist das gar nicht. Und zwar haben wir hier einen Warenwert von 154 Euro mit drin. Und der kostet nur 49,99. Ich habe einen Code von Asam Beauty bekommen. Das ist kein Affiliate-Code, nur damit ihr es wisst. Aber ihr könnt damit nochmal 15% sparen. Ich dachte mir, wir machen einfach mal 2 auf, weil ich euch nicht spoilern möchte mit diesem Adventskalender. Ich habe den nämlich schon mir angeguckt. Hinten steht das auch drauf, was mit drin ist. Und trust me, für den Preis und zum Ausprobieren von verschiedenen Reihen von Asam ist der sehr, sehr gut. Weil ihr wisst, Asam hat ganz, ganz viele verschiedene Reihen und man weiß manchmal vielleicht nicht so, welche Reihe man haben möchte. Und dadurch ist dieser Kalender ganz besonders gut, weil man einfach ganz viel ausprobieren kann. Und hier sind ganz, ganz tolle Pflegeprodukte mit drin. In den Hautpflegelinien stecken natürlich auch patentierte Pflegewirkstoffe mit drin. Und ich bin ein großer Fan von den Asam Beauty Produkten, das wisst ihr mittlerweile. Aber wir packen mal hier, kommt die 6, na, die 20 aus. Stellen einmal kurz hier hin. Sehr schwer. Ihr habt einzeln verpackte Kartons und ihr wisst, ich bin ein Freund davon, Sachen einfach wieder zu verwenden. Ihr könnt die auseinanderfalten, flach machen und nächstes Jahr einfach vielleicht eurem Freund, eurer Freundin schenken. Super süße Sache. In der 6 haben wir ein Magic Finish Make-up in einer Testergröße. Das ist sehr gut, um einfach zu schauen, ob die Farbe funktioniert. Das ist eigentlich eine Farbe, die für viele funktioniert. Falls nicht, gibt es jetzt aber von Asam auch hell und noch dunkler und transparent. Also ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Aber ihr seht, es ist nicht nur Pflege mit drin. Und in der 20 haben wir... Oh, krass. Erinnert ihr euch, ich habe euch vor ein paar Tagen dieses Duschset gezeigt mit der Creme und den Körperpeelings und hier ist eine Körpercreme drin, Charming Blossom. Das riecht so, so toll. Also ihr seht, das sind nicht nur so kleine Mini-Größen, sondern auch wirklich 100 Milliliter. Das ist eigentlich schon eine Full-Size-Größe und das für 49 Euro abzüglich von dem Rabattcode. Neben der Pflege ist natürlich dekorative Kosmetik, wie eben schon gesagt, mit drin, die auch immer Pflege mit drin hat. Und bei den Haarpflegeprodukten, die da auch mit drin ist, ihr wisst, Asam hat ganz, ganz viel, sind dort keine Parabene, keine Silikone, kein Mineralöl und Co. verarbeitet, sodass ihr euch da wirklich keine Gedanken drüber machen müsst. Ich setze euch den Link einmal unten in die Infobox, schaut gerne vorbei und 15% auf so einen großen Adventskalender, Freunde, ihr habt mein Go. Okay, wir kommen zu Nimya. Niki Tutorials, ich glaube, da muss ich nicht viel drüber reden. Wir kennen Niki Tutorials mittlerweile alle. Wow, sehe ich fertig aus, was ist denn los? Ein rosa Hintergrund vielleicht? Rosa macht es auch nicht besser. Sie hat eine eigene Brand rausgebracht. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Das ist super, super schwierig und vor allen Dingen, weil sie auch international kauft, ist das nochmal ein ganz, ganz anderes Level als das, was ich mache. Aber tatsächlich habe ich so überlegt, habe ich damit gerechnet, habe ich nicht damit gerechnet. Sie hat ja vor kurzem erst eine Lidschattenpalette mit Beauty Bay rausgebracht und da möchte ich ganz kurz mit dran anschließen. Ich werde immer wieder gefragt, Maxim, warum bringst du keine dekorative Kosmetik raus, sondern immer nur so Tools? Ich arbeite ja, wie gesagt, gerade an dem Video. Es ist nicht so einfach, weil Verträge und dies und das. Aber dasselbe, was sie gesagt hat. Ich kann euch mit meiner Marke
nicht ansatzweise die Preise geben, die ich mit einer anderen Firma machen kann. Und mir fällt es sehr, sehr schwer, euch für Produkte, dekorative Kosmetik 30, 40, ich habe hier eine Lidschattenpalette, die niemals rauskommen wird, weil ich hätte 50 Euro dafür verlangen müssen, um überhaupt in der Gewinnrichtung zu sein. Ich zeige die euch demnächst. Und deswegen habe ich entschieden, es gibt dekorative Kosmetik. Wir haben es auch fertig. Ihr habt es auch schon oft gesehen bei mir in den Videos. Aber ich launche es erst im nächsten Jahr. Aber es kommt nächstes Jahr ganz, 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 ganz viel dekorative Kosmetik. Nicht nur von mir als Marke, sondern mit mir und anderen Marken. Und das ist was ganz, ganz Tolles, weil ich euch einfach einen ganz, ganz anderen Preis bieten kann für, ihr erinnert euch, meine Catrice Lidschattenpalette, 14,99. So eine krasse Qualität. Für 14,99 hätte ich nicht machen können. Und deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich, solange ich das nicht kann, das probiere so ein bisschen zu reduzieren. Aber ich weiß, ihr versteht das. Und sie hat das halt auch gedacht. Und deswegen fand ich das, was sie gemacht hat, gar nicht schlecht. Denn sie hat komplett neue Produkte entwickelt in die Skincare- und Make-up-Vorbereitung-Richtung. Und das ist sehr, 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 sehr kostenintensiv. Zumal sie wahrscheinlich auch ungefähr das 20-fache der Stückzahl hat als ich. Das heißt, sie hat von ihrem eigenen Geld, genauso wie ich, ihr Investment gemacht, vorausgeschossen und hofft, dass sich das verkauft. Und ich habe die Sachen gekauft, weil ich finde, es ist wichtig, dass man... Irgendwo ist sie meine Kollegin, irgendwo aber auch nicht, weil sie ist auf einem ganz anderen Level als ich. Aber trotzdem dachte ich unterstütze sie und habe einfach das komplette Bundle gekauft. Und wir starten mit dem ersten Produkt. Und das ist der Brr Cooling Eye Stick. Ich habe mir ihr Video auch angeschaut. Ich hatte aber nicht so richtig hingeschaut und war ein bisschen überrascht, als dieser Stick kam. Ich dachte nämlich, da ist so eine Metallkugel mit dran, ist es aber gar nicht. Ihr habt hier einfach diesen Stick, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Fächerpinsel, den man so ausdrehen kann. Und hat hier einfach, ja, das ist wie so ein Gel. Fühlt sich sehr, sehr kühlend an, sobald man es schon anfasst. Und ich gebe mir das einfach mal auf die Augen. Ihr merkt sofort, dass das kühlt. Es hat eine recht... nicht schmierige, also es ist gar nicht schmierig und ihr habt wirklich ein kühlendes Gefühl. Ich schaue noch mal kurz, was hier mit drauf steht. Oh, es ist sogar in Korea gemacht. Genau, also man soll einfach mehrfach am Tag, so wie man Bock drauf hat, das unter die Augen machen. Es hat tatsächlich einen kühlenden Effekt. Ob das jetzt eine Wirkung hat, kann ich nicht sagen. Aber was ich euch sagen kann, ihr werdet es gleich sehen, wenn ich das Make-up dann auch drüber trage. Es hat zumindest nicht wie andere Augencremes das Make-up unter euren Augen komisch aussehen lassen. Das ist mir persönlich immer wichtig bei so Augenprodukten. Ich habe eine Augencreme von, was ist das? Charlotte Tilbury. Da musst du eine Stunde vorher mitarbeiten, dass du da was rübergeben kannst und setten kannst, weil sonst wird es fleckig. Das ist hier tatsächlich nicht, also da schon mal sehr gut. Jetzt wird es aber ein bisschen spannend, denn das erste Produkt war nicht parfümiert und jetzt haben wir hier das License to Glow Serum. Erstmal das Packaging an sich, krass. Super, super schwer, sehr, sehr hochwertig. Das ist Glas, sehr, sehr durchdacht. Ich persönlich hasse die Kombination aus Blau und Orange. Ich finde, das sieht immer komisch aus. Ich weiß es nicht, die Farbkombination gefällt mir nicht. Ganz ehrlich, das ist aber mein persönliches Empfinden und hat nichts mit der Review zu tun. Aber es sieht schon irgendwie cool aus. Ihr werdet es gleich bei dem Flakon sehen. Wir tragen das jetzt mal auf. Ihr habt hier 50 Milliliter drin. Das ist eine riesengroße Menge. Standard sind 30. Und das kommt in einer Pipette. Und ihr seht, das ist blau. Und das sieht so ein bisschen aus wie Feenspeichel, um es monetärfreundlich zu sagen. Es ist leicht parfümiert, aber das hat nicht den Geruch wie die anderen Produkte. Sobald ihr es auf der Haut verteilt, ist dieser blaue Touch auch weg, aber es hinterlässt, ihr werdet sehen, diesen Glow. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich war erst so ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, das könnte vielleicht ein bisschen blau auf der Haut wirken oder so. Das tut aber nicht. Meine Haut ist eine Katastrophe im Moment. Ich habe auch noch gestern dummerweise meine Härchen aus dem Gesicht rasiert. Und nicht diese hier, sondern diese hier. Und da ist die Haut natürlich ein bisschen überreizt. Ich habe das aber aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Da bin ich transparent mit euch. Ich habe die Sachen ja schon getragen. Und ich fand ganz ehrlich, als ich alles zusammen mit dem Make-up getragen habe, was ich gestern und vorgestern drauf hatte, hat mir das nicht gefallen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Schimmerpartikel sich an meinen kleinen Härchen abgesetzt haben. Kann am Puder liegen, kann an der Foundation liegen. Vielleicht war auch einfach nicht ein Make-up-Tag. Aber ich will euch alles sagen, was ich gedacht habe. Dieses Serum fühlt sich fantastisch an.
Es ist nicht so krass parfümiert, muss ich sagen, wie ich befürchtet habe. Es hinterlässt ein wunderschönes Finish und ist meiner Meinung nach ein sehr guter Primer und würde mir so schon fast reichen, um jetzt meine Foundation aufzutragen. Also das hier ist eine gute Empfehlung. Ich habe natürlich noch keinen Langzeittest gemacht, ob das jetzt irgendwie viel macht. Auch was die Inhaltsstoffe angeht, kann ich selber nicht sagen. Hier ist Ananasextrakt mit drin, Weintraubenextrakt, viele verschiedene Sachen. Ich schaue mir das mal an. Vielleicht finde ich irgendwas von Skincare-YouTubern, dann setze ich euch einen Link unten mit rein. Fühlt sich aber sehr, sehr gut an und das auch Packaging ist durchdacht. Hier steht nämlich, wenn du es aufklappst, Unfold the packaging of the box for extra tips by Niki Tutorials. So, und dann haben wir erstmal hier ein cutes Bild. Ganz ehrlich, ich habe ja mittlerweile so ein bisschen Erfahrung, was das kostet. Und allein diese Verpackung kostet mindestens 10 Cent. Super, super teuer, weil auch inbedruckt ist und mit Farbe. Ist natürlich nochmal viel, viel teurer. Wear alone, also du kannst es alleine tragen für einen luminous Look. Du kannst das in deine Foundation mischen, klingt auch super spannend. Dann hast du so ein bisschen Glow und sie ist ein bisschen flüssiger, habe ich noch nicht probiert. Du kannst das mit der Creme mischen für die ultimative Base und für eine Flawless Foundation Application. Oder du kannst es einfach mit deinen Seren zusammen kombinieren für Skincare. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Haut sieht fantastisch aus. Liebe ich. Große Empfehlung. Jetzt wird spannend. Und zwar haben wir hier diese Creme. Und ich dachte mir, wow, so wie sie es beschrieben hat, krass. Das ist die Wear It All Starts Creme. Erstmal das Packaging an sich, hammermäßig. Durchsichtig, extrem schwer. Wir haben hier 45 Milliliter mit drin. Super, super hochwertig. Wie gesagt, mich stören die Farben. Ich hätte diese Farben nicht genommen, aber völlig egal. Fantastisches Packaging. Und jetzt wird's wild. Ihr könnt das abmachen, habt hier den Deckel und dann ist auch nochmal so ein Schutz mit dran. Ich komme mal ein Stückchen näher. So, und dann haben wir hier diese Creme. Und das Erste, was mir in die Nase kommt, ist tatsächlich dieser Duft. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, weil sie hat den Duft als Parfum beschrieben so ein bisschen und dass sie auch daran arbeitet, Kerzen und Parfums und was weiß ich damit zu machen. Verstehe ich, rieche ich auch. Aber der Duft erinnert mich an etwas. Und ich habe lange, lange, lange überlegt, an was der mich erinnert. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn nicht schön finde. Das ist ganz verrückt. Der erinnert mich an irgendwas aus meiner Kindheit. Ich glaube auch so ein bisschen an den Dirty von Shirin David, den Candy Shop. So riecht der ein bisschen und ihr habt hier eine mußige Textur. Ich habe gestern viel zu viel benutzt und ich trage mir erstmal eine halbe Seite auf. Das fühlt sich ein bisschen an wie der Marshmallow Primer von NYX. Sehr, sehr reichhaltig fühlt sie sich an. So ein bisschen silikonig auch. Aber ich verteile die mir jetzt mal und dann seht ihr gleich, was diese Creme macht. Ich dachte eher, das ist so ein Dupe zur Magic Cream. Ist es aber nicht. Das ist, also ihr seht, das ist extrem viel und ihr braucht nicht viel. Hier kann ich schon über die ganze Stirn gehen. Das hinterlässt auf der Haut wie Liquid Highlighter. Das ist krass. Das habe ich nicht gedacht, aber es macht schon Sinn für das, was sie gerne mag. Und dieser Geruch, ich kann euch nicht sagen, ob ich ihn gut oder nicht gut finde. Er ist einfach da und da ist es okay. Ich finde es tatsächlich ein bisschen stark. Wenn die Foundation drüber ist, dann riecht man es nicht mehr, aber wait for the setting spray, boys and girls. Das Finish auf der Haut ist fantastisch, kann ich nichts anderes sagen. Das ist genau das, was ich mag. Und wir geben gleich die Foundation rüber. Das reicht eigentlich fürs komplette Gesicht. Das heißt, die Creme, schaut, das ist super ergiebig. Ihr kommt damit Ewigkeiten zurecht. Ich habe auch keine brennenden Augen oder so davon bekommen. Also da bin ich ja meistens immer recht empfindlich. Ich kann zum Beispiel im Moment auch nicht das Huda Beauty Easy Bake Puder benutzen. Ich habe es gerade nochmal nachgekauft, aber ich kann es nicht benutzen, weil meine Augen tränen davon, weil das so stark parfümiert ist. Das habe ich hier bei der Creme nicht und ihr seht, ich sehe aus, als hätte ich Liquid Highlighter verwendet. Auch meine Hände sehen so aus. Ist das was für den Alltag? Für die meisten? Ich weiß es nicht. Für mich ist es das. Ich mag ja diesen extremen Glow, aber wenn ihr zu trockener und so ein bisschen stumpfer Haut neigt, könnte das eine Lösung für euch sein, weil ihr seht, highlighted aus. Ist krass,
Habe ich mir so gar nicht vorgestellt, was ich jetzt aber nicht schlimm finde. Und wir tragen jetzt einfach mal Foundation rüber auf. Nutze heute mal eine andere, als ich neulich getragen habe. Ich benutze hier wieder die L'Oreal Perfect Nude Foundation und gehe mit meinem Mikrofasertool hier rein. Und dann verteilen wir uns das erstmal auf der halben Seite. Und das, ich hatte die mit der Charlotte Tilbury Foundation gemischt und ich fand, da war das Finish. Also nach einer Weile, als das dann so 3-4 Stunden drauf war, kam dann der Glow auch durch. Aber dadurch, dass ich halt als Mann natürlich noch ein paar Härchen mehr im Gesicht habe als die meisten von euch, fand ich, sah das ein bisschen schwierig aus. Ich hatte vermutlich aber auch einfach viel zu viel benutzt, deswegen heute wesentlich weniger. Und ich hatte auch, ja, es war einfach, glaube ich, zu viel. Deswegen wollte ich das nochmal jetzt hier live mit euch vor der Kamera machen. Ihr wisst, vor der Kamera kann man immer nichts schön reden, weil bei der Auflösung hier seht ihr alles. Ich habe jetzt auch eine recht leicht deckende Foundation genommen. Ich drehe mal das Licht so ein bisschen zur Seite. Ihr seht, der Glow kommt definitiv durch. Das ist wirklich so eine Base für Glow. Wenn du auf Matt stehst, ist es nicht. Definitiv nicht. Also das seht ihr, glaube ich, jetzt schon. Das vermischt sich natürlich auch so ein bisschen mit der Foundation. Ich persönlich mag das gerne, den Effekt auf der Haut. Nicht alle wollen aussehen wie Olivenöl mehr. Ich habe euch jetzt auch mal ein Stückchen näher geholt, dass ihr euch die Base einmal anschauen könnt. Also ich glaube, ihr seht schon, was ich meine mit, ne? Das bringt die Haut auf ein anderes Level. Und jetzt auch in Kombination mit der Foundation, finde ich, sieht das schon recht schwer im Gesicht aus. Ich mag's, so wie es ist, aber die Haut an sich sieht gut aus. Also die Hautoberfläche fühlt sich so ein bisschen aufgepolstert an. Und jetzt auch, nachdem ich die Härchen wegrasiert habe, sehr, sehr eben. Ich gehe jetzt mit dem Tool hier einfach nochmal rüber und verblende alles so ein bisschen und mache dann ein bisschen Concealer rauf. Und dann kommen wir zu dem Raumduft. Alright, die Base ist einmal fertig. Ich habe einfach ein bisschen gepudert, ein bisschen Blush, ein bisschen Contouring. Hier kommt noch ein bisschen. So. Und jetzt, Freunde, dieses Spray. Das ist das Set It and Forget It Setting Spray. Das soll das Make-up perfekt in place halten den ganzen Tag. Das testen wir heute natürlich auch. Es ist jetzt 7.30 Uhr. Also, hier Packaging cool, aber auch hier, es fühlt sich recht schwer an. Man kann es recht einfach hier aufdrehen, was ich sehr, sehr gut finde. Weil falls euch das Sprühen gefällt und die Verpackung gefällt, könnt ihr einfach euer anderes liebstes Setting Spray damit reinfüllen und habt dann den Sprühkopf. Finde ich sehr, sehr gut. Ich sprühe es einmal, vielleicht könnt ihr es sehen, wahrscheinlich nicht. Das ist ein sehr, sehr feiner Sprühnebel, aber dieser Duft. Also, ich glaube, sie meinte, sie kann einen Raumduft machen oder ein Parfum. Braucht sie nicht, hat sie nämlich schon. Das ist exorbitant stark parfümiert und schon so, dass ich denke, so, huh, das ist eine Menge. Aber ich trage erstmal eine halbe Seite auf, um euch den Effekt zu zeigen. Der Sprühnebel ist fantastisch. Ach so, warum wedel ich denn? Ich habe natürlich doch hier. Das fand ich süß, hat mir gefehlt. Ich liebe den Geruch, aber ich hasse ihn. Das ist so verrückt. Und jetzt im direkten Vergleich. Hier ist die ungesettete Seite und hier die gesettete. Ihr seht schon, das belebt das Make-up, ne? Es nimmt diese pudrige Textur weg, aber es hinterlässt jetzt nicht so einen extremen Glow auf der Haut. Was ich gar nicht schlecht finde, sondern es macht einfach das, was ich möchte. Es nimmt das Puder weg. Und mit einer zweiten Schicht seht ihr auch, dass jetzt so ein bisschen der Glow durchkommt, ne? Also, vom Finish her, toll. Wirklich eins der schönsten Setting Sprays, die ich habe. Auch definitiv das Geld wert. Wie gesagt, der Duft hätte nicht so krass sein müssen. Da reicht mir der Duft in der Creme. Aber wer diesen Duft mag, dann werdet ihr es lieben. Das ist wirklich ganz, 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 ganz dünnes Eis. Vielleicht schafft sie es wirklich mal, dass sie Probedüfte oder so rausmacht, weil das ist ein neuer Duft, das ist was Besonderes. Das riecht nicht so reich, so Dior oder Chanel, die riechen immer recht reich. Das riecht aber auch nicht billig, halt so ein bisschen nach Eistee. Muss man mögen, ich finde es
okay im Setting Spray, aber ein bisschen zu viel. Ihr seht den Glow auf der Haut. Wir starten jetzt in den Tag. Wir haben ein paar Stunden heute vor uns. Die Sachen werden abgeholt, die Pakete werden gleich abgeholt. Das heißt, ich darf alle Bestellungen raustragen. Wird wild. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ja, in ein paar Stunden wieder. So, ein kleiner Zwischenstand. Es ist jetzt mittlerweile 16, 16.30 Uhr. Und ich hole euch wieder ein Stückchen heran, dass ihr euch alles sehen könnt. Also, ich muss sagen, die Base sieht gut aus. Ich habe geschlafen, deswegen hat es hier so ein bisschen abgedrückt. Aber der Glow ist da, aber recht subtil. Also es scheint so ein bisschen durch, vor allem jetzt auch hier im Licht. An einigen Stellen finde ich, sieht es ein bisschen trocken aus. Kann aber auch irgendwie an der Kombination der Produkte liegen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Also das heißt ja nicht, dass die Produkte gleich schlecht sind. Ich vermute, dass ich immer noch zu viel von dieser Creme benutzt habe, denn die ist extrem dick und reichhaltig. Und wenn du zu viel benutzt und dann noch mit Foundation und Concealer und Puder rüber gehst, ich glaube, dann wird das zu viel. First Impression bis jetzt, aber wunderbar. Setting Spray habe ich tatsächlich auch gerade in meine Waschtasche gepackt. Ich bin nämlich heute Abend bei Danny und wir haben morgen Termin und da wollte ich mich so ein bisschen frisch machen für. Und ich nehme es mit und auch den Primer, diese Drops, weil ich glaube, dass es vielleicht für so ein No-Make-Up-Make-Up gar nicht schlecht aussehen kann. Ich halte euch aber natürlich auf dem Laufenden. Ich packe jetzt, ich habe eben noch gesaugt und gewischt und dann geht's zu Danny. So, ihr Süßen, ich habe es völlig verpennt, aber, also nicht verpennt, aber vergessen. Es ist mittlerweile 9:30 und ich glaube, ihr könnt es leider nicht erkennen hier im Gesicht oder in dem Licht vielleicht hier oben. Ich habe eben so ein bisschen, weil ich halt auch nicht mehr ans Film gedacht habe, im Gesicht gespielt und es bilden sich, wenn ich übers Gesicht reibe, so Würstchen. Das ist nicht nur die Foundation, sondern tatsächlich auch dieser Primer. Aber ganz ehrlich, nach über 12 Stunden ist das völlig in Ordnung. Ihr seht, das Gesicht ist immer noch gut mattiert, aber nicht stumpf. Und ich muss sagen, es ist gar nicht schlecht. Ich wollte euch das mit diesen Würstchen aber zeigen, weil das ganz, ganz, also es fühlt sich tatsächlich lustig an. Du merkst schon, dass in dem Primer irgendwas ist, was sich wie so ein Film auf die Haut legt, was die Haut natürlich ebenmäßiger macht. Aber morgen gibt es nochmal ein Fazit. Ich werde nämlich morgen nochmal eine andere Kombination tragen. Und dann kriegt ihr das Endergebnis. Und das ist ein paar Tage später, ihr süßen Mäuse. Heute ist Sonntag. Ich habe jetzt heute und gestern die Sachen auch nochmal benutzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin recht überrascht gewesen. Ich habe die Sachen ja jetzt schon mehrfach getragen. Und beim ersten Mal habe ich zu viel benutzt. Ich habe auch beim zweiten Mal zu viel genutzt, habe ich das Gefühl gehabt. Vor allen Dingen von der Creme. Vom Serum kann man wirklich einiges auftragen. Vor allen Dingen unter den Augen hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Ich habe den Cooling Stick auch heute nochmal benutzt. Und ich muss sagen, den finde ich, naja, Quatsch will ich nicht sagen. Aber irgendwie hat er nicht den Effekt, den ich mir erhofft habe. Und da tendiere ich eher lieber zu der Flashnap Augencreme von Fenty Beauty. Die ist fantastisch, fantastisch gut. Ansonsten ist das Serum und das Setting Spray wunderschön. Ihr seht diese Bewegung auf meiner Haut. Es ist aber trotzdem fixiert. Und das ist eine wirklich sehr, sehr gute Sache. Also große Empfehlung für das Serum und das Spray. Die Creme ist gut. Die ist definitiv aber nichts für den Alltag. Und ich bin super gespannt. Vielleicht haben einige von euch die Sachen ja auch schon gekauft oder ausprobiert. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.